So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir, wie ihr unschwer erkennen könnt, den Mavic Mini 2 gekauft. Ich hatte eine 1 gehabt, fand ich ziemlich cool. Nur, wo ich dann gesehen habe, dass die neue Fernbedienung hat, wie es der R2 hat, habe ich mir gedacht, kann ich mir holen. Und was mich ein kleines bisschen gestört hat an der Mini 1, dass die nur eine 2,7K Aufnahme hat und keine 4K. Und habe ich mir gedacht, na gut, so teuer ist es ja nicht, kann ich mir den noch holen. Ich sage mal so, auch wenn ich irgendwelche Projekte habe, für Indoor, im Wald, ist halt eine Mini 2 mittlerweile, muss man sagen, ausreichend, weil die ist super praktisch, baut man zusammen, sehr flexibel damit, was halt mit einer Inspire 2, mit der ich eigentlich sonst alles filme, halt überhaupt nicht ist. Man braucht immer einen dritten Mann und das nervt dann einfach, weil die 4 Kilo wiegt, Koffer, Akkus, naja, also Mini 2 genauso ausreichend. Und die ganzen Sensoren wegen dagegen krachen irgendwo, ja, nice to have, brauchen wir aber eigentlich nicht. So, dann mach ich mal auf. So, einmal. So, ich bin mal gespannt. So, wie geht das Ding auf? Ja. So, schöne Tasche diesmal mit dabei. Ich glaube bei der 1 war da eine Tasche mit dabei. Ich glaube gar nicht. Ja, ich glaube da war eine Tasche mit dabei. So, einmal. So, auf alle Fälle, wie sie jetzt verpackt ist, wird sie bestimmt nie wieder drin sein. Weil die kleinen Chinesen haben das richtig gut gemacht. Wow. So. Ich bin immer noch... Ah, der Bügel ist auf alle Fälle neu. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, der ist neu, der war bei der 1 nicht mehr dabei. Und die Propeller, die haben jetzt so einen orangen Strich hier drauf. Der ist auf alle Fälle auch neu. Ja, einmal. So, was ist hier Schönes dabei? Bestimmt Bedienungsanleitung. Schaue ich sofort rein. Akkus und das Lade... Ah, die Fernbedienung, das muss ich sagen. Wo ich die gesehen habe, bei der R2 war glaube ich, R2 hat die als erstes gehabt, wo man das Handy von oben reinklappt, fand ich absolut geil und stell es mal zur Seite und ich muss sagen, ich packe als erstes aus. Wenn man die einmal gewohnt ist oder gesehen hat, dann sind die anderen wirklich richtig oldschool. So, einmal. Die ist gut, die ist schön. Ich finde das Prinzip einfach. Mal hab ich gar keine Ahnung. Das rausklappen. Es wirkt halt einfach. Ich bin immer nur beeindruckt. 500 Euro. Die Drohne fliegt, ich nehme an, noch besser wie der 1er. Ne? Weil ich glaube, die ist schneller geworden. 7 km/h. Die schafft jetzt 57 km/h. Genau, 16 Meter pro Sekunde. Bisschen windunanfälliger ist sie geworden. Also wirklich nochmal ein deutliches Plus und mit, ich glaube, eine 30 Minuten Flugzeit, 3 Akkus sind dazu, also eine anderthalb Stunde Flugzeug für 500 Euro, das ist nichts. Naja, mal weiter. So, einmal, so genau, hier sind die ganzen Kabel, wo ist sogar Netzteil mit dazu, das schon für was von 400 Euro kostet. Ich packe das gleich mal aus, weil es müsste ein 18 Watt Netzteil sein. Ich muss nicht die Beine so schnell. So, einmal. So, was ist noch Schönes drin? Genau, das sind die Kabel. Einmal für alle, die ein halbwegs aktuelles Android-Telefon haben. Ich glaube, mittlerweile haben sie schon die 150, 160 Euro Xiaomi-Dinger. USB Typ C Kabel. Dann, was ist das hier Schönes? Ah, das ist das Ladecase für die 3 Akkus, die jeweils hintereinander laden. Mit dem vollsten wird begonnen. Einmal. Genau. Stimmt, der eine ist schon die Drohne. Eigentlich auch mega geil. Einmal.
kleiner, oder? Und wenn man an der Seite drückt, ich glaube, man erkennt es, zeigt dann das eigentliche Ladezustand an, wenn man den Powerknopf drückt. Genau, einmal zum Innen, ja, das ist auf alle Fälle auch neu. Einmal in zum Laden, weil das war früher war das in USB, Micro-USB gewesen. Jetzt ist es schon USB Typ C und man kann, wenn man noch ein Handy hat, zum Beispiel iPhone zum Beispiel gehen. Ich weiß, dass DJI die Apps deutlich oder auf iOS deutlich stabiler laufen als wie Android. Weil zum Beispiel Auto praktisch sein Handy zu laden, theoretisch passt das. Oh, mal schauen wir. Das ist jetzt, schauen wir kurz, genau, hier habe ich es. Im iPhone 5 Watt Netzteil, USB Typ A, passt. Und das ist für Out praktisch, damit kannst du in dein Handy laden, wenn du das möchtest, willst oder auch nicht. Genau, weil im Android-Bereich, was Samsung, sagen wir Huawei und alles mit dabei ist, bin ich mir 1000%ig sicher, dass dort kein USB Typ A mehr verbaut wird. So, das ist USB Typ C auf Micro USB. Und irgendwo müsste Lightning dabei sein. Schade, dass kein Lightning dabei ist. Sehe ich gerade. Ernsthaft? Das ist Ladekabel für Handy. Genau. Das ist zum Laden für das Case. Genau. Ist hier noch was drin? Nee. Das finde ich gerade ganz komisch. Wenn man das mal ganz kurz schauen. Inside. Hier habe ich noch kleine Dinge, sind hier noch mit drin. Schaumstoffpad. Akku, Akku. Ich schau mal, was hier noch drin ist. Das geht auch nicht auf. Ne. Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung, 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 Bedienungsanleitung. Auch nicht mehr dabei. Dann bin ich besoffen. Ich schau mal nur mal hinten drauf. In this box. Drohne, Screwdriver. Sehe ich schon mal keinen. Dreimal RC-Kabel. Ersatz, Propeller, alles. Wo ist das bitte schön? Ist da sieht noch was drin? Ah, das sieht schon mal gut aus. Propeller, Propeller, Propeller. Einmal. Die Sticks für die Fernbedienung. Schraubenzieher. Ja, und das war's. Tatsächlich. Fehlt. Ich packe mal die Drohne aus. So, nehmen wir mal ab. Ich nehme mal an hier so. Lups. So, einmal. Dann das aufmachen. Das geht aber schwer. Zweimal. Zweimal. Da alles dran ist. Unglaublich. Das, das, das. Ah, hier sitzt noch ein Schutz. Noch ein Schutz. Noch ein Schutz. Na komm. Einmal. So. Ausgeklappt. So. So. Bam. Bam. Bam.
Bam. Abmachen, das ist schon klar. Geht aber schwer. So, auch ab. Na gut, nehme ich gleich mal raus. So, das ist die Drohne. So, ich fasse nochmal kurz zusammen. Alles ist vollständig, bis auf das eine Kabel. Es fehlt wirklich ein Kabel fürs iPhone. Das. So, wie geht die Fernbedienung auf? Oder vielleicht ist es schon dran. Ich nehme alles zurück. USB Typ C auf Lightning. Schwein gehabt. Ich habe wirklich schon Angst gehabt, weil dann hätte ich nämlich irgendein altes Handy jetzt rauskramen müssen. Also ich packe mal schnell die Sticks ran. Die sind hier unten so schön festgemacht. Einmal. Also mal der erste Eindruck von der Fernbedienung. Hier das Auslösen, hoch runter, dann anschalten, Kamera wechseln. Ich finde es Hammer. Wirklich. Die Fernbedienung ist so hochwertig. Funktioniert gut. Ja, wir stören wie jeder andere. Das geht nicht viel einfacher. Und halbwegs geladen ist er auch. So, ich werde jetzt mal das ganze Gerät einrichten. Schauen, wie lange das geht, wie lange ich dafür brauche, und dann würde ich sagen, passt das. Akkus durch mal noch laden. Ja, das fange ich jetzt schon mal an. Geil. So, kurze Zusammenfassung. Äußerlich. Ja, ich habe jetzt hier keine R1 mehr hier. Aber auf alle Fälle ist sie ziemlich gleich geblieben. Ne? Gewicht auf alle Fälle, also ist ja nicht mehr wirklich viel Technik reingekommen. Ja. Das ist das gute Stück. Ich werde es jetzt noch einrichten, schauen, ob alles funktioniert. Und ja, halte euch auf dem Laufenden. Ciao.